Liebe Zusehende am heutigen Tag, mein Name ist Martin Meyer, ich bin Kantor und Organist hier an der Stadtkirche St. Michael in Jena. Ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine kleine textlich-musikalische Entdeckungsreise zu einem der schönsten Adventslieder unseres evangelischen Gesangbuches. Es ist das Lied »Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord«. Wir finden es unter der Nummer 8. Der Text stammt von Daniel Sundermann, die Melodie ist sehr alt. Vermutlich geht sie zurück bis ins 13. Jahrhundert. Auffälligstes Merkmal ist ein Taktwechsel nach der Hälfte der Melodie. Die Melodie beginnt zunächst mit sanftem Schwung in einem Dreiertakt und mündet dann in einem Vierertakt. Das Hauptelement der Melodie ist die Tonleiter. Sie charakterisiert diese Melodie. Ich spiele sie einmal an. Der Text ist voll von starken Bildern und Vergleichen bzw. sogenannten Signalworten, bei denen sich ein fantasievolles Übertragen auf die Orgel geradezu aufdrängt. Dieses möchte ich Ihnen und Euch heute zeigen. Das Lied hat insgesamt 6 kurze Strophen, in denen die gesamte christliche Heilsgeschichte geschildert wird. Da wäre zunächst das Bild des Schiffes, das das Wort bzw. den Heiland Jesus Christus trägt. In Vers 1 heißt es, es kommt ein Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord. Wir haben es gerade gehört, geladen bis an sein höchsten Bord. Diese Textstelle könnte man folgendermaßen übertragen. Ein vollgriffiges Spiel, geladen, bis in die höchste Lage, sein höchsten Bord. Das klingt dann so. In Vers 2 heißt es, das Schiff geht still im Triebe. Diese Stelle wirkt besonders eindrucksvoll, wenn man sie gegenüber der ersten Strophe klanglich zurücknimmt. Also still. Vers 3 beginnt mit den Worten: Der Anker haft auf Erden, da ist das Schiff an Land. Hier sind es die beiden Bilder vom Haften auf Erden und das Schiff an Land. Musikalisch übertragen kann das heißen Haften oder Anhaften, ein länger liegen bleibender Ton im Bass, der sich dann auf ein Ziel hin bewegt. Da ist das Schiff an Land. Genau in der Mitte des Liedes verschwindet das Bild des Schiffes. Es geht jetzt nur noch um Jesus und uns. In Vers 4 heißt es, zu Bethlehem geboren im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Hier sind es die beiden Signalworte verloren und gelobet, die Anlass zur musikalischen Ausdeutung geben. Man erreicht dies einerseits durch einen dissonanten Akkord, also einen Klang, dem etwas, sagen wir, Schräges anhaftet.
Das Wort gelobet dagegen kann wieder rein und kräftig klingen. Ich spiele diese Stelle. Im 5. Vers heißt es: Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Diese Strophe ist voller Signalworte, die alle ganz wunderbar auf der Orgel ausgedeutet werden können. Bei Umfangen schließe ich die Melodie von oben und unten ein. Auf dem Wort Leiden wird es wieder unharmonisch, ebenso bei Pein und Marter. Schließlich Vers 6. Die christliche Heilsgeschichte wird vollendet. Danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen. Das ewig Leben erben, wie an ihm ist geschehen. Das Wort sterben drücke ich aus durch einen leisen Gesamtklang sowie einen fallenden Ton im Bass. Das Wort auferstehen durch ein Anschwellen des Klanges. Und schließlich das Ende der Strophe, wo im Text vom ewigen Leben die Rede ist, dann die volle Orgel. Zusammenhang und beginnen mit einem kleinen Vorspiel. Ich wünsche von hier aus allen, die heute mit dabei waren, noch eine gesegnete Adventszeit.